Wir sind im Werksverkauf von Blaupunkt alle Jahre wieder. Heute ist der 12. Juni 2024. Friedel war ein richtiger Erfolgsschlager. Das Besondere an dem Fahrrad ist, wir haben ein Wohnmobil im Hintergrund. Man kann es falten. Ich grüße dich, Guido. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Sven. Ja. Heute mit Sonne. Sonne und ein bisschen hat es geregnet. Wir sind im E-Bike-Werksverkauf. Ganz interessant. Hier habt ihr Aussteller. Damit ist einer mal um den Block gefahren. Das hat noch nie irgendjemand gehört, das Fahrrad. Die sind hier normalerweise hinter dieser Glaskiste drin. Und es kann aber auch mal eine Rücksendung sein aus dem Shop, also das einer gemäß der Rückgabe. Aber hier haben wir jetzt reine Aussteller hier in dem Fall. Was, genau. Was ist Friedel? Friedel ist ein 24 Zoll E-Faltbike mit Intube-Akku und Hinterradmotor, hydraulischen Scheibenbremsen, Farbdisplay, gefederte Sattelstütze. Und Cargoständer. Also eigentlich die Kombination aus einem City-Tourenrad und einem Faltrad. Das Ganze wird von euch konfiguriert. Wo werden die denn zusammengebaut? Die werden in Portugal gefertigt, also in Europa. Und die sind jetzt ganz frisch vor 2 Wochen hier eingetroffen. Also das ist das aktuelle, schon fast 2025er Modell? Genau. Das ist das 2024-25er Modell. Und in so Midnight Grey. Ja. Ist und total schick. Also ja? Ich finde das mit dem, ja, ist ja so, wir sind ja in Deutschland, weißt du, da kannst du ja nicht kommen mit Rot oder mit schönen Farben, die wollen ja gedeckte Farben, oder, die Leute? Genau. Und hat natürlich STVZO und wie gesagt, pannenschutzsichere Reifen, LED-Lichter, also das ist schon ein gutes Fahrrad, muss man sagen. Also fangen wir mal von vorne an. Ja. Das hier ist ein Hecknabenmotor drin und das Besondere an dem ist, dass du eigentlich nicht treten musst aktiv. Und das schätzen gerade etwas ältere Leute. Du kannst anhand der Gangschaltung und der Unterstützung quasi das Fahrrad fast selbstfahrend machen, indem du zum Beispiel einen ganz kleinen Gang reinlegst. Dann ist misst, glaube ich, die Umgebungsfrequenz. Genau. Es ist kein Drehmomentsensor, sondern ein Speedsensor. Das heißt, es misst die Umdrehung der Kurbelwelle. Des Tretlagers und dadurch erzeugt es dem Motor sozusagen ja, nein, mach und mit welcher Unterstützungsstufe dann. Und das ergibt diesen Segeleffekt, wo man quasi mittritt und es fährt sich dadurch gerade ältere Leute viel angenehmer als ein Rad mit Mittelmotor zum Beispiel. Da ist es so, da muss ich aktiv immer auch richtig reintreten. Hier muss ich nur eine Umdrehung produzieren. Das hat der Gesetzgeber auch erlaubt. Der hat gesagt, also es muss durch die Umdrehung aktiviert werden. Genau. Also die Freder haben auch alle STVZO und alle Rücklichter sind. Warte, ich zeig das mal gerade. Der Motor, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme und die sehen Blaupunkt, dann ist das eh kein Thema. Aber die gucken das CE-Kennzeichen, dann kennen sich mittlerweile also das die Fahrrad, Polizisten. Hier siehst du, also das Fahrrad ist geprüft. Es hat CE, es hat die europäischen Sicherheitsnormen. Da legen wir natürlich extrem großen Wert drauf. Warum erwähne ich das so? Es gibt viele Räder, ich sag mal, die angeboten werden im Internet, die teilweise sogar so ähnlich aussehen. Die haben, ich sag mal, die Möglichkeit, dass man sie per Software tunen kann. Das bedeutet, die kommen vielleicht sogar mit 25 km/h Sperre. Dabei liegt dann im Internet so eine kleine Anleitung. Drück mal hier am Display die und die Taste und dann fährt das auf einmal 35, weil es vielleicht für den amerikanischen Markt dann ist. Das ist nicht erlaubt. Ja, ist nicht nur erlaubt, es ist auch verboten. Und bei uns kann man das nicht machen. Also die Systeme sind geschlossen. Es gibt zwar einen Service-Mode, aber das kann man nicht verändern. Ihr habt große, honorige Kunden, muss man sagen. Also es ist in großen Ketten seid ihr einer der Hauptlieferanten. Zum Beispiel, darf man die nennen, mal ein, zwei Stück, wo ihr Beispiel bei Netto, wir sind bei Fritz Berger, wir sind bei Expert, wir sind bei Camping Wagner. Also wir haben schon gerade im Campingbereich viele Kunden. So, hier vorne kommt noch ein anderes Fahrrad. Die Laufradgröße jetzt mal nehmen? Das ist 24 Zoll. Ja. Es ist also genau eine Mischung zwischen
26, 27 Zoll Tourenrad oder auch 28 und den kleineren 20 Zoll Falträdern, wie man sie kennt. Das ist jetzt von der Laufuhr her natürlich toll, das 24er. Das 20er ist natürlich noch kleiner. Genau. Das ist ein bisschen wendiger und das hier ist gerade für lange Touren, wenn ich mal eine Tour fahre, ist natürlich der 24er etwas laufruhiger. Genau, das ist quasi das Fahrrad, was man zweimal im Jahr mit in Urlaub nimmt oder hinten ins Wohnmobil packt. Wo man auch länger mal mitfahren wird. Das ist nicht nur das Brötchen holen Fahrrad, sondern das ist auch, wo man eine schöne Tour mitmachen kann. Ja, ich zeige mal schöne Details. Wir haben eine dicke Kette. Oft wird ja, ich meine, es ist natürlich eine Gangschaltung von Shimano, keine Frage, aber wir haben nicht so viele Gänge, die Spreizung ist nicht so hoch, dadurch wird die Kette dicker. Eigentlich kriegst du die Kette nicht kaputt, oder? Nee, das ist solides. So, dann ist übrigens Schaltauge nochmal komplett geschützt. Das ist auch so ein Thema. Das heißt, es könnte ja mal an der Seite irgendwo dagegen kommen. Wir haben hier einen ganz, ganz massiven Stahlschutz. Klar, das ist bei Falträdern natürlich, die werden ja gefaltet, dafür sind sie ja da. Und dann meistens hingestellt, aber auch mal hingelegt. Und dann ist natürlich so ein Schutz immer ganz praktisch. Ja. Oder auch, wenn man die Schutzbleche nimmt, das ist richtig massives Blech. Beziehungsweise Stahl. Wir haben einen Ragtime-Gepäckträger. Ragtime? Das musst du mal kurz erläutern. Das ist ein Systemgepäckträger? Genau. Es gibt quasi MIG als System und es gibt Ragtime. Beide Systeme sind im Prinzip gleich. Und dann kann ich halt fertige Körbe zum Beispiel, die dann einfach hier eingerastet werden, klick, klack. Und ich kann den dann wieder mitnehmen. Das zeichnet halt diese Systeme aus. Was ist mit Seitentaschen? Geht das auch? Natürlich geht das auch. Hier sind extra Streben dran. Und hier kann ich dann auch dementsprechende Seitentaschen dran verbauen. Okay. Ja. Thema Bremsen. Das sind hier natürlich hydraulische Bremsen, die ihr verwendet. Ja. Ihr habt keine Seilzugbremsen. Das gibt es tatsächlich in dem Bereich. Es gibt ja nichts, was man noch einfacher bauen kann. Und das siehst du hier. Kann ich hier einen Anhänger dran machen, einen kleinen? Theoretisch kann ich das machen, ja. Also das hydraulische Bremsen von Tektro, einer der ganz großen Tektro, muss man immer wissen, das ist kein No-Name. Genau, neben Shimano ist Tektro eigentlich somit der größte Bremsenhersteller oder Zubehörteile. Hersteller, das ist schon was Namhaftes und die funktionieren halt auch gut. Das Rad ist komplett aus Alu? Der Rahmen ist komplett aus Alu, ja. So, und das siehst du hier. Ihr seid ja Inverkehrbringer in Europa. Das ist vielleicht immer ganz wichtig, weil es wird ja auch in Europa gebaut. Viele Räder werden direkt aus China verschickt zum Endkunden. Ja. Das kenne ich. Also ich habe da Geschichten erlebt. Nach ungefähr 4 Monaten war der weg. Auf einmal der Importeur irgendwie mit Lager Polen hat einen Namen gewechselt oder irgendwas. Passiert irgendwas? Das weißt du selber. Das ist ja, wenn es getuned ist, ein Kraftfahrzeug nicht zugelassen ist, das hier ist ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad, absolut. Muss man, also bitte, bitte vergleicht es ganz genau. Ich will jetzt hier keine Ängste schüren, weil ihr steht ja auch im großen Wettbewerb zu den Sachen, aber ihr müsst euch leider ans Gesetz halten in Europa. Und das fängt schon an mit den ganzen Anbauteilen. Das hier ist zum Beispiel was ganz Besonderes. Warum ist das hier so speziell? Genau, das ist Satori-Vorbau. Den kann ich halt aufmachen und kann ihn dann zur Seite klappen. Ja, und dadurch kann ich das Rad natürlich im Fahrzeug dann viel kleiner machen, als wenn der Lenker gerade stehen muss. Und das ist halt auch zum Beispiel ein extrem teures Teil, auch als Teil schon selber. Ich zeig das mal gerade. Das ist total einfach. Das heißt, du kannst es ohne Werkzeug einfach flach machen. Genau. Dann das Gleiche gilt für die Pedale. Das sind die Velgo-Klapppedalen. Ich kann jetzt hier mal meine. Also auch ordentlich. Auch ordentlich, alles ordentlich an dem Rad. Und dann kann ich das Rad halt komplett, wenn wir schon mal dabei sind, was ich stark finde, und dann haben wir noch einen Magneten. Wo denn? Sag mal. Ja. Krass. So, und so klein kann ich das Rad im Prinzip machen. Ja. Und ich kann es als vollwertiges Cityrad quasi mitnehmen und ins Wohnmobil stellen. Und ins Wohnmobil stellen, genau. Ja, das Besondere an dem Rad ist, dass das Zusammenklappen funktioniert, ohne dass das Rad umfällt. Du kennst also ganz, ganz viele andere Konzepte, nicht mit einem zentralen Mittelständer. Dann hältst du irgendwann mal das Fahrrad in der Hand. Sobald es zusammengeklappt hast, wird alles ganz wackelig, es fällt auf den Boden, es fällt irgendwie hin. Das ist hier nicht der Fall. Nee, das ist stabil und deswegen haben wir extra auch den Cargo-Ständer montiert, dass das halt richtig vernünftig steht. Und auch beim Falten, weil das Rad wiegt um die 24 Kilo komplett.
Das ist alles im Rahmen, aber 24 Kilo sind halt eben auch 24 Kilo und das macht die Sache halt viel, viel einfacher. Ja. So, die Schaltung ist am Griff, das kenne ich noch von früher, das ist eigentlich die beste Lösung. Genau. Es gibt eine Anzeige mit dabei, ich sehe genau, in welchem Gang ich bin. Und was ich cool finde, sind natürlich so ähnlich Ergo-Griffe, dass dir die, das ist ähnlich, oder? Ja. Genau, das sind halt so kleine Details. Das ist halt nicht ein billiger Griff, sondern ein richtiger verschraubter Griff. Ergonomisch unterstützt sozusagen auch die Handunterkanten, dass die nicht einschlafen. Mhm. Da haben wir halt auch ein bisschen was ins Fahrrad investiert. Ne? Was cool ist, wenn ich was an der Bandscheibe habe, ich habe erstmal einen Gelsattel, den kann man tauschen, wenn der einen zu weich ist, aber die Sattelstütze ist gefedert. Genau. Das ist auch so ein kleines Detail, was das Feedback von unseren Kunden war. Das haben wir dann mit aufgenommen. Genau, wenn du das mal gerade mal simulierst, vielleicht mal mit dem Ellbogen mal runter. Das heißt, man braucht schon richtig Gewicht. Und das heißt, wenn ich Stöße habe, Unebenheiten, das federt erstmal ab, dann in der gefederten Also ich habe ja erstmal die Plusbereifung. Ja. Ja, das heißt, die ist ein bisschen dicker als bei den normalen City-Rädern, die man von früher kennt. Ach so, ich kann den Luftdruck entsprechend absenken? Genau. Dafür sind ja Plusbereifen da. Das heißt, sie sind ein bisschen breiter. Ich kann mit niedrigem Luftdruck fahren. Dadurch habe ich eine gewisse Dämpferwirkung. Deswegen braucht man auch keine Federgabel. Mhm. Ja. Und dazu habe ich noch die Sattelstütze, die gefedert ist, sodass das Ganze ein harmonisches Paket wird am Ende des Tages. Okay, das habe ich soweit verstanden. Wenn ich jetzt Service habe, ich habe jetzt mal Platten und so weiter, wie funktioniert das? Also in dem Fall ist es erstmal pannenschutzsichere Reifen. Das heißt? Das heißt, die haben eine spezielle Kevlar-Beschichtung. Drin? Das heißt, ja, genau drin. Das heißt, ich kann damit auch über Dornen fahren und da sollte eigentlich nichts passieren. Und wenn ich einen Platten habe, ich meine, die Räder kann ich ganz normal rausnehmen, macht ja jeder Fahrradhändler, macht dir das Ding heiler. Ja. Okay, wichtig ist, es ist eben nicht, es ist hier ein Markenartikel von Blaupunkt, es gibt ein Servicekonzept auch für die Großen, was ihr entwickelt habt. Also wenn da mal irgendwas dran sein sollte, gibt es eine Serviceadresse, die kommen dann hier hin. Und hast du das mal gerade da, den Ausdruck, dass wir das mal kurz zeigen können? Das ist jetzt also ein kompaktes Faltrad, 250 Watt, hat noch mehr Peakleistung. Ja, und das ist ein Werkswagen quasi mit ganz wenig Kilometer. Meistens haben die so 5 oder 10 Kilometer auf der Uhr. Kostet normalerweise 2,499 und jetzt 2,299 findet man auch bei euch auf der Webseite. Kann auch im Versand gekauft werden, korrekt? Genau, kann auch im Versand gekauft werden. Das ist auch unser Kerngeschäft. Die Leute kommen hierher, aber der Großteil bestellt das halt ganz normal im Internet. Mhm. Und da verkaufen wir unsere Ausstellungsstücke auch. Und die sind meistens 200 Euro günstiger als im UVP. So, da fehlt, ist nichts fehlt dran. Irgendwas? Nein, also ja, vielleicht fehlt nur ein Stück vom Karton. Ja. Aber ansonsten hat kein Rad mehr als 3 Kilometer gefahren. Mhm. Gerollt, muss man sagen. Die meisten sind neu. Es kann mal sein, dass hier, siehst du hier vorne, aber das war noch nicht mal so ein Kratzer. Also das Rad müsste eigentlich 1A sein, hier dürfte nichts dran sein. Perfekt, also so sind die Räder. Das Coole ist, ich kriege sie aufgebaut, ich kriege sie hier noch erklärt, wenn ich nach Hameln komme. Ihr seid hier in Hameln, oder? Genau, wir sind hier in Hameln in der Rattenfängerstadt und machen neben den Fahrrädern auch noch die berühmten Blaupunkt Autoradios. Ich zeig's mal gerade, da vorne sind wir tatsächlich hier am Headquarter von Blaupunkt. Und wir haben uns ja kennengelernt auf der Messe. Was interessant ist, dass die Leute unglaublich zufrieden sind. Also ihr habt eine hohe, ich sag mal, Quote der Zufriedenheit. Wenig Räder werden zurückgeschickt. Also die zurückkommen, kann man dann im Werksverkauf dann bekommen. Es kann ja 1000 Gründe haben. Was weiß ich, hat nicht gepasst, die Größe war falsch. Ich habe mir dann doch ein anderes bestellt. Genau. Und die landen dann hier im Werksverkauf, werden nochmal geprüft dann und kommen dann anschließend nochmal in ein zweites Leben. So kann man das genau sagen. Wie gesagt, kann sein, dass der Karton mal beschädigt ist. Vielleicht haben wir mal eine kleine Macke, das würden wir dann aber immer dazu schreiben, wo die ist und die auch darstellen. Man kann ein bisschen Geld sparen, quasi für ein nagelneues Fahrrad. Und wie du richtigerweise sagst, probieren wir den Rädern dann ein zweites Leben einzuhauchen, indem wir die dann sozusagen im Werksverkauf günstiger abgeben. Also ist auf der Webseite drauf, wenn du mal so lieb bist, das nochmal zurückfaltest, weil das ist so schön zu sehen, wie man das ohne Werkzeug machen kann. Das heißt, du nimmst es einfach, überwindest den Magneten kurz. Da vorne gibt es noch eine zweite Sicherung. Genau. Es klickt einfach rein. Einfach einklicken. Das war's. Dann mache ich hier die Dings hoch. Lenker gerade. Kannst auch noch in der Höhe variieren. Ja. Und klappe die Pedalen wieder auf.
Wenn du mir mal kurz zeigst, da vorne ist ein Display. Ja. Wo wird das jetzt eingeschaltet, das Rad? Genau, hier gibt es einfach einen Schalter. Licht ist dabei beim Fahrrad? Licht ist dabei, ist sogar automatisch. Das heißt, wenn ich durch einen Tunnel fahre, wird das Licht heller. Und wenn ich ganz normal fahre, wird das Ding dunkler. Ja, ich habe einen Lichtsensor drin. Ich habe insgesamt, hier kann ich ja vielleicht mal zeigen, ich habe 5 Unterstützungsstufen, die ich anwählen kann. Und ich sehe gerade, ich habe auch zusätzlich noch eine Klingel. Aber selbstverständlich. Nochmal, wie geht das? Ah, okay, eine helltönende Klingel. Genau. Und da unten ist übrigens noch Platz für eine Trinkflasche oder das Zusatzschloss von Abus, was ich da machen kann. Genau. Festmontieren. Ja, vielen, vielen Dank, Guido. Ja. Wir sind bei Blaupunkt wieder mal am 12. Juni 2024 und wir werden im September herkommen, ganz viele Autoradios filmen. Ihr seid quasi Weltmarktführer für Retro-Autoradios. Aber nicht nur das, sondern ihr baut zum Beispiel Android-Radios, macht unglaublich viel. Ja. Und das ist das, was viele gar nicht wissen. Das heißt, habe ich ein altes Radio mit Einlinienschacht und so weiter, kann ich im Prinzip ein Radio kriegen von der Optik wie früher mit der Technik von heute. Genau. Das ist die Idee, also wir sind auch Autoradio-Enthusiasten, muss man sagen, und unser Geschäftsführer auch. Und wir probieren halt wirklich eins zu eins den originalen Style, zum Beispiel der 70er, 80er oder 90er, je nachdem, wo wir uns befinden, von den damaligen OEM-Radios, was bei Porsche verbaut wurde oder auch beim Golf, nachzuempfinden, aber dafür eine neueste Technik zu bieten. Ja? Und wer sein Schätzchen liebt, der möchte dann auch, dass jedes Detail stimmt. Und da können wir so einen kleinen Beitrag zu leisten. So, hier ist es. Blaupunkt Friedel. Also originalverpackt könnt ihr es kriegen. Quasi neu, 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 neu für 2,499. Und jetzt als Vorführer oder Aussteller, so nennen wir es jetzt mal, 2,299. Das Ganze könnt ihr auch direkt erwerben. Ihr könnt nach Hameln kommen. Genau. Ich finde es wichtig, solche Unternehmen auch zu zeigen und zu unterstützen, weil es gibt so viele, ich sag mal, Namen, die noch nie einer gehört hat. Ja, und Blaupunkt, hier sind sogar noch Leute, die früher bei Blaupunkt gearbeitet haben. Also ein Großteil der Mannschaft ist noch original. Also ich sag mal, fast die Hälfte der Mannschaft sind alte Boschler, die noch früher Blaupunkt sozusagen auch im Hildesheimer Wald, das war das ja früher, gemacht haben, Autoradios gemacht haben, Product Management gemacht haben oder ich habe Vertrieb gemacht. Und das schwingt natürlich im Herzen mit, muss man sagen. Guido, vielen Dank und gleich geht's an Franzi ran. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran. Ciao.